Hallo, liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Mittwoch, den 2. Oktober. Schön, dass du da bist. Für meine Zuschauerinnen und Zuschauer, über was darf ich heute sprechen? So, die erste Karte, oh, die grüne Ampel. Die Woche hatten wir ja schon mal die rote Ampel. Jetzt ist sie grün. Ist eine Zusatzkarte in meinem Deck. Genauso ist das hier eine Zusatzkarte, die ich in mein Deck integriert habe. Das ist die Siegesfahne, gemeinsam mit der grünen Ampel. Das ist ein gutes Zeichen. Und wieder haben wir die Vögel an der gleichen Stelle wie gestern. Was ich hier wahrnehme, ist, dass du in aller Munde bist. Du erreichst hier etwas. Die Ampel leuchtet für dich grün. Ab hier geht es vorwärts. Ab hier geht es wieder los. Ja, du traust dich etwas oder du hast dich bereits vor kurzem etwas getraut. Und der Weg ist für dich frei jetzt. Jetzt bist du an der Reihe mit der Siegesfahne. Die schwingt für dich. Also die wird für dich geschwungen sozusagen. Die sagt, das Ziel ist erreicht. Du hast den Sieg in der Tasche. Du bist an deinem ganz persönlichen Ziel angekommen und das darf gefeiert werden. Und das wird auch gesehen, wenn man die Vögel gucken direkt da drauf. Ja, beide. Also du wirst gesehen und du bist in aller Munde. Was ich hier wahrnehme, ist, dass du das gerne zeigst, was du erreicht hast. Heute ganz besonders. Ja, dass du das gut findest, wenn du gesehen wirst. Ja, hier ist so ein bisschen das Ego mit drin, aber wir haben alle ein Ego. Ja. Ist ja auch nicht immer schlecht. Du musst das ganz bodenständig sehen. Okay. Ja, ich nehme das so wahr, du bekommst Anerkennung in deine Richtung. Mir wurde gerade so ein Bild gezeigt, das ist wie wenn diese Blümchen hier von dem Blumenstrauß, wie wenn man sie dir entgegenwirft, ja, weil man dich bejubelt oder weil man dich gut findet. Die Öffentlichkeit hier liegt an der Unterseite. Ich sage ja, du wirst wahrgenommen von deinem Umfeld, von der Öffentlichkeit. Ja, ich nehme das wirklich so wahr, dass es um Komplimente geht in deine Richtung. Und diese Komplimente sind ehrlich gemeint. Ja, ich wollte vorhin, war ich ein bisschen vorsichtig in Bezug auf diese Vögel hier, die Menschen, die dich da sehen. Es kann einmal positiv gemeint sein oder es gibt eben auch neidische Menschen, ja, die irgendwie missgünstig auf dich gucken. Aber da der Hund eben hier unten drunter liegt, das sind wohlwollende Menschen. Ja, du bist in aller Munde, aber gut. Über dich wird gut gesprochen. Du wirst gut wahrgenommen. Das sind gute Gespräche. Treue Menschen, loyale Menschen, treue Wegbegleiter, die sich mit dir freuen. Wenn du etwas erreicht hast und das ist wirklich ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, das ist ein Segen, weil so viele Menschen freuen sich ja nicht mit
einem, der Glück hat, ja, oder der erfolgreich ist. Aber hier nehme ich das so wahr, dass sich jemand mit dir freut. Und es ist auch so, du zeigst eigentlich schon gerne, was du erreicht hast. Aber andererseits ist es eben auch so, dass du denkst, Mensch, ja, jetzt bin ich erfolgreich oder jetzt bin ich mal glücklich und wie soll ich denn das beschreiben? Da ist so dieser Gedanke, was passiert denn, wenn ich das zeige, wenn ich was erreicht habe? Ja, werden sich dann auch Menschen von mir abwenden? Ich meine, nicht jeder kann das immer so sehen. Ja, dann wendet sich derjenige halt ab. Manchmal macht man sich halt schon Gedanken darüber, ob eine Freundschaft bestehen bleibt oder ob irgendeine Verbindung so weiterhin so gut bleibt, wenn man hier diese Veränderung feiern darf, sozusagen, ja. Was ich auch wahrnehme, ist, dass du etwas offenbarst. Möglicherweise, manche haben ein Geheimnis gemacht oder haben etwas im Verborgenen gehalten, was sie getan haben. Ihren Weg im Verborgenen gehalten, ihre Siege im Verborgenen gehalten, aus diversen Gründen. Vielleicht, weil man Angst hatte, ja, eben, was derjenige sagt, wenn das rauskommt. Man hatte irgendwie Angst vor Kritik oder vor Ablehnung oder sowas, was auch nur menschlich ist. Aber hier stehen die Zeichen gut, also du erntest hier keine Kritik, vielleicht von jemandem bestimmten, du erntest keine Ablehnung, du wirst nicht bestraft oder man, ja, deine Befürchtungen treten nicht ein. Also hier geht eine Situation gut aus, was den zwischenmenschlichen Bereich betrifft. Du bekommst Anerkennung. Du bekommst Lob in deine Richtung. Das ist eine wohlwollende Energie in deine Richtung. Ja. Und dahingehend ist auch der Weg frei, weil sich dein Erfolg oder dein Glück hier weiter entfalten darf. Feen und Wunschbäume. Wünsche, die der lebendigen Natur entsprechen, werden von Zauberhand getragen. Die Natur ist beseelt voller Liebe und voller Liebe. Sie zaubert Fülle, Glück und blühendes Wachstum hervor. Genau, was habe ich gerade eben gesagt? Ihre glasklaren Quellen speisen alles Leben. In der lebendigen Natur sind alle Wünsche schon in Licht geschrieben. Es ist an dir, sie mit Hilfe der Feen von der feinstofflichen Welt in die grobstoffliche zu bringen. Feen sind Meisterinnen der Manifestation. Feenbäume gelten als Begegnungsstätten mit anderen Welten. Gehe in die Natur, knüpfe mit einem Band deine Verbindung in die unsichtbaren Welten. Erinnere dich an die Einheit mit allem Leben, wie du sie als Kind gespürt hast. Knote das Band an einen Ast, nimm es zwischen deine Hände und sprich deine Wunschvision mit einem Dank und einem Gruß in das Band. Voller Freude knüpfe ich das Band zwischen uns und euch neu. In ihm fließt lebendige Energie vom Feinen in das Grobe, von allem Licht in die Form. Ich vertraue und danke in Liebe. Siehst du? Liebe Seele, danke für deine Aufmerksamkeit, wenn du magst gern. Bis morgen. Bye bye.